Und jetzt machen wir tatsächlich etwas, was wir die ganze Reise noch nicht gemacht haben. Und dann sind die Schranktüren aufgegangen. Guten Morgen, Leute. Wir hatten eine wundervolle Nacht. Wir haben einen echt heftigen Stellplatz gefunden. Das Ganze geht natürlich nur in der Nebensaison. Also wir sind ja jetzt voll in der Nebensaison. Wir haben jetzt Anfang Oktober und man sieht hier auch, da vorne seht ihr ein kleines Gebäude. Da sind Duschen und so weiter. Die Duschen sind abgestellt. Wir stehen mit Fridolin hier direkt im Hintergrund. Es ist wirklich traumhaft. Es ist wirklich traumhaft. Du wachst auf, siehst das Meer, du hast den Strand komplett für dich alleine. Es ist wirklich niemand am Strand. Das Einzige, was ich wirklich mal ansprechen muss, was das Problem ist, ist, dass unheimlich viel Müll hier rumliegt. Es sieht aus, als wäre hier jahrelang keiner gewesen, obwohl gerade erst die Nebensaison angefangen hat. Die ganzen Buden sehen aus, wie als wenn, keine Ahnung, als wenn da ein Sturm gewütet hätte und so. Das ist so ein bisschen schade. Aber auf der anderen Seite ist es halt so gigantisch. Bei so einem Wetter komplett alleine hier. Niemand hier, es ist wirklich, wir hatten gestern jetzt noch ein Wohnmobil hier, was hier auch geschlafen, oder die Leute, die haben hier auch geschlafen, und ansonsten, die sind heute Morgen jetzt schon gleich weggefahren, das heißt, wir sind wieder alleine, wir haben wirklich den ganzen Strand für uns alleine und es ist wirklich schön, wir sind so, so froh darüber, wir sind auch dankbar, dass das überhaupt alles funktioniert, dass wir das machen können und danken auch euch natürlich, dass ihr uns immer fleißig verfolgt und hoffen einfach, dass ihr euch freut, dass wir euch hier auf die Reise mitnehmen können. So, jetzt genießen wir den Tag hier und schauen mal, was dann noch so geht. Ich habe zum Frühstück eben Pfannkuchen gemacht und wir haben uns entschlossen, diese Pfannkuchen am Strand zu essen. Da war der Hunger doch größer, als wir dachten, denn wir können euch nur noch die leeren Teller zeigen. aber ja, die Sonne scheint mega, das Wasser ist ruhig und wir genießen die Sonnenstrahlen. Wir waren heute den ganzen Tag am Strand. Wir haben unsere Hobbys nämlich vereint. Ich habe meine Bastelsachen mit an den Strand genommen, habe dort eine Kette, ein Armband und ein Fußband gemacht. Und Nino war den ganzen Tag auf dem Wasser. War mega schön und wir würden sogar sagen, der schönste Tag, seitdem wir auf Reisen sind. Ja, aber Nino ist auch platt. Der ist total fertig. War super anstrengend. Und ich werde jetzt für uns eine leckere Pizza im Omnia machen. Wir hatten vor 2 Wochen eine Familie aus Österreich kennengelernt auf unserer Reise. Wir haben dann eine Nacht am gleichen Stellplatz übernachtet, bevor wir dann weitergereist sind. Die sind dann nämlich kurze Zeit später mit dem Flugzeug nach Österreich, um die Freunde und Verwandten zu besuchen, denn sie sind auch eine längere Zeit unterwegs. Und da sie uns seit dem Zeitpunkt verfolgen, haben sie gesehen, wo wir jetzt sind und ja, sind uns quasi nochmal hinterhergereist und jetzt haben wir uns wieder gesehen. War richtig toll, wir haben gestern einen mega schönen Abend verbracht, zusammen Abendbrot gegessen. Ja, mal schauen, was heute noch so passiert. Wie Julie schon gesagt hat, sind die Österreicher ja noch hier und tatsächlich haben uns auch Marie und Alex angeschrieben bei Instagram und ja, plötzlich standen die beiden hier. Wir haben denen erzählt, wo wir stehen und ja, wir wussten es gar nicht, sie haben es gar nicht erzählt, beziehungsweise sie haben es auch bei Instagram gar nicht geschrieben. Und jetzt machen wir uns einen ganz gemütlichen Abend zusammen, zu sechst, mit Hund und 2 Kindern
Und wir werden zusammen gemeinsam hier jetzt Essen kochen. Einfach ganz normal mit Nudeln, Spaghetti mit Tomatensauce. Aber alles selber gemacht und dann werden wir uns zusammensetzen, das genießen und morgen vermutlich dann weiterfahren. Vielleicht werden Marie und Alex uns ein bisschen begleiten. Das werden wir sehen, das besprechen wir noch. Und wir freuen uns auf jeden Fall tierisch, ein paar Leute mal zu sehen und mal ein bisschen zu schnacken und werden heute einen schönen Abend verbringen. Das hätte schon funktioniert. Ja, also, habe ich auch gerade gedacht. Dann sag ich wirklich mal. Also, ciao. Kannst du den VR machen, bitte? Das ist auch der falsche. Nein, das ist Schlafzimmer. Hast du den gemacht? Ja. Das funktioniert, oder? Nee, das funktioniert nicht. Das funktioniert, oder? Hast du überlebt? Ja, knapp. Was war? Ich habe natürlich die Treppe nicht gesehen. Mhm. Ich habe die Stufe übergangen. Oh Gott. Was? Hä, was hat sie? Langeweile. Ja, ich fühle mich so unproduktiv, dass ich heute nichts gemacht habe am Tag. Ja, dann aber binde noch ein Armband oder was weiß ich. Ich kann auch noch rutschen, dass ihr hier... Es ist schade, dass ihr euch hier nicht integrieren könnt, weil das möchte ich halt gerne wirklich... Er verliert gerade quasi. Na, der ist jetzt auf 50. Und darauf drücke. Ja, aber dann, ich muss ja den Klick dann irgendwie abfragen. Ja, und deswegen in der Lampe, ja. Zwischen in der Lampe kann ich ja nichts machen. So, jetzt gibt es heute leckeres Essen. Direkt am Wasser, direkt am Strand. Die Nachbarn haben gekocht. Es gibt Nudeln. Für uns geht es jetzt weiter. Wir dachten eigentlich, an diesem Spot gäbe es Frischwasser, aber das war eine Fehlanzeige. Hier war nichts zu finden. Deswegen müssen wir jetzt unbedingt unseren Tank auffüllen. Und dafür fahren wir jetzt extra an eine nur Wasserstation. Da kann man nicht stehen. Und dann geht es weiter zum nächsten Spot. Baby left is a little baby show. Take you so baby left. Then I get to take you so baby left. It's a little baby show. Take you so baby left. Then I get to take you so baby left. It's a little baby show. Take you so baby left. Then I get to take you so baby left. Bis 2 Uhr einen Spieleabend mit Marie und Alex gemacht. Daher sind wir heute etwas später aufgestanden. Und da der Wind gerade gut ist, hat Nino natürlich wieder sein Board runtergeholt und ist eine Runde Windsurfen mit Alex zusammen. Und Marie und ich sitzen in der Sonne, entspannen und jetzt koche ich eine Runde Mittagessen für uns. Ich
haben mich extrem frisch gemacht. Ich habe geduscht. Ich habe mir mal was Langes angezogen, einfach um Gemütlichkeit ein bisschen reinzukriegen. Wir, Alex und ich, haben den ganzen Tag heute gesurft, hat Julia euch schon bestimmt erzählt. Und jetzt machen wir tatsächlich etwas, was wir die ganze Reise noch nicht gemacht haben. Und zwar haben wir uns ein kleines Lagerfeuer hier aufgebaut. Wir haben natürlich extra überall Steine drum gemacht. Werden uns nachher noch eine Wasserflasche daneben stellen, dass auch keine Gefahr besteht oder so. Hier vorne waren auch schon Feuerstellen. Das heißt, hier ist es hoffentlich in Ordnung. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall tierisch auf den Abend. Marie und Alex holen jetzt gerade Pizza. Hoffentlich finden sie irgendwas, weil hier hat gefühlt alles schon zu. Es ist ja volle Nebensaison. Aber umso besser für uns. Wir sind hier ganz, ganz alleine direkt am Strand und freuen uns tierisch, dass wir das genießen dürfen. Und wir wünschen uns jetzt einfach mal einen schönen Abend. Wir sind gerade auf dem Weg zu unserem nächsten Spot und tatsächlich ist die Küstenstraße gerade gesperrt, wo wir langfahren müssten. Und jetzt sind wir mitten durch die Berge gefahren hier, sind auch schöne Passstraßen gefahren. Fridolin hat das sehr, sehr gut gemeistert alles. Und jetzt sind wir gerade noch mal kurz angehalten, weil wir müssen unbedingt ein paar Drohnenaufnahmen machen und euch das Ganze hier einfach mal zeigen, weil das sieht so, so schön aus. Hier ist so ein kleiner Bachlauf noch. Mal gucken, ob wir das alles draufkriegen. Take a chance, live your life for just one night, no looking back, 'cause tonight will make you right. Lang haben wir drauf gewartet und es ist nie passiert. Und jetzt sind wir eine Passstraße gefahren, haben eine Kurve zu scharf genommen und dann sind die Schranktüren aufgegangen. Jetzt haben wir das Schlamassel. Alles ist voll Reis und Mehl. Ein absoluter Traum, wirklich. Also, Nebensaison sei Dank. Ich glaube, sonst hätten wir niemals solche Stellplätze jetzt hier. So schön, direkt vor dem Wasser wieder. Ja, wir können es genießen auf jeden Fall. Action!